Ein Idealer? 1600 Euro. Ein Blazebook? 270 Euro. Impala? 245 Euro. Red Hardy Best? 700 Euro. Genau. 615 Euro. Osterburg. 1400 Euro. Eland? 1700 Euro. Zu hoch. Der ist frei. Hier. Der hat. Jetzt ziehen die ab. Ich habe nur das Pfeifen gehört. Ich habe nämlich einen zweiten Schlag gehört. Ich denke, wir gucken mal nach Schweiß.
Also, gezeichnet hat er nicht. Gezeichnet hat er ganz bestimmt nicht. Habe ich nicht gesehen. Ich habe mein Zitaro abgekriegt. Ich bin nicht gezeichnet. Hier ist auch nichts. Ja. So, Mist. Steht links am Baum und die anderen drunter. Was war der Schuss? Dann guckst du auf der Länge. Ja. Und dann hat er sich hier umgedreht. Aber der hat gut gezeichnet. Der hat die Buckel vorne gezuckt. Ja. Der wird sich den Kreislauf leer gepumpt haben und da irgendwo liegen. Da, ja. Da liegt er. Super. Feine Ruby. Hier ist der erste Schweiß. Die ganze Zeit hatten wir keinen Schweiß. Ja, das sind knapp 100 Meter. Dass der so spät erst angefangen hat. Kannst deine Waffe hier aufhängen? Super Schuss. Ist nicht mehr verkehrt. Ja. Eingefunden. Der ist aber ganz schön alt. Ja, ob das mit Heile geblieben ist. Was meinst du, Rudi, ob man das noch essen kann oder ob das noch zu groß ist? Ja, aber mit dem, die da ist. Lass mich mal da vorne hin. Obi, lass mich mal gucken. Guter Kämpfer, mein Freund.
Chapeau. Dann aber Kollege. Okay. Okay. Also, Kollege. Ich kann ihn nicht mehr. Ich will ihn rausziehen. Okay. Deine Kamera? Ja, Moment. Nochmal eins so. Mach ruhig ein paar mehr, es müssen noch 500 Stück drauf sein. Okay, ich ein bisschen. Ruby! Komm mit. Ja, gut, ja. Komm her. Komm, sit hier. Gut, ja. Komm her, komm her. Gut, ja. Komm her. Setz dich mal so hin. Ja. Sit. 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 Gut, ja. Okay. Na, du hast es gefunden. Du hast es gefunden. So, jetzt mach mal hübsch. Feines Mädchen, schau mal in die Kamera. Du hast das so toll gemacht. So ein tolles Hundi. So ein tolles Hundi. Tötungsakt an sich gehört halt dazu, gehört zu vielen anderen. Das ist eh eigentlich nur ein kleiner Teil von der Jagd, wenn man schaut, was man ein ganzes Jahr macht und erlebt in der Natur und bei der Jagd, ist der Tötungsakt an sich eigentlich nur ein ganz winziger. Ja. Solange man Jagd unter kontrollierten Bedingungen ausübt, ist das alles zulässig und machbar. Und insbesondere, wenn es dann vor allen Dingen in einem Entwicklungsland wie hier den Leuten Geld bringt, und ein Jagdtourist gibt hier in einer Woche mehr aus als ein normaler Tourist in 2 Monaten, dann ist das eigentlich eine Sache, von der alle Leute was haben. Jagd bedeutet ja nicht, dass man wahllos, ziellos irgendwelche Tiere eigentlich erlegt. Erlöst man nur die genau, Tiere entweder daran. Die Älteren genau. Zum Beispiel oder Kranne, Verletzte. Oder, genau. Ja, eben, man hilft ja eigentlich den Tiergenerationen sozusagen, genau. Das erleben können vielleicht oder weiterleben genau. Können. Ich verwende das Wort töten nicht, weil das ist erlegen, ja. Ja. Schöner. Weil es ist ja auch nicht, etwas töten ist eine Massentötung von, ja, also ein Schlachthof ist für mich richtig töten. Ja. Ja. Das ist, finde ich, ist für mich, da habe ich ein absolutes Problem. Ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Warum muss ich mich rechtfertigen? Warum? Es steht nirgendwo geschrieben, es ist kein Gesetz. Warum muss ich sagen, warum ich mal ein Tier töte?
vorhin hat das Tier da schon. Ja. Schwarz, kann ich da gehen? Ja. Manfred, rein runter. Ja. Nein, ich muss ins Kind. Da hast du Gewehr. Und wird man's heil. Ja, war ich unzurück mit dieser. War ich mit das? Ja. Gut, wir fahren dann weg. Gut. Also ich hätte gern, dass du ein Knu schießt. Ein Knu? Aus dem Grund, weil du das letzte Mal... Weil wir es nicht gefunden haben. Ich weiß. Ja, da hast du recht. Und da warst du sehr verunsichert und ich möchte gern, dass du ein Knu schießt, um sicher zu werden, um sicher zu schießen. Und das Selbstvertrauen zu bekommen, auf die Jagd zu gehen. Hast du wirklich recht. Aber schaffe ich das wirklich, ein Knu? Zebra, darf mich wirklich interessieren, weil die... Dicken da voll schön ist. Ja. Dann Streifen genug. War auch voll schön. Das sind die Dicken voll schön. Wie schaut's aus mit Impala? Impala faszinieren mich auch heute. Also. Das Hornustier an diese Form. So spezielles, gebogen da nach vorne. Wirklich schön. Mhm. Aber auch, weiß nicht, ob es von denen viele gibt, das weiß ich jetzt nicht. Das ist die Frage. Man muss Jagd ist Jagd, nee. Man muss das Glück haben, eins zu sehen. Ich hätte überhaupt kein Problem mit einem Löwen, ja. Scheidlöwe war noch besser, ja. Da ist auch anderen damit geholfen. Wie schaut es mit Leopard aus bei dir? Nein, möchte ich nicht. Das ist einfach ein so schönes Tier. Ja, wie sind der Löwe auch schön? Der Löwe, ja, Löwen gibt es mehr. Das sind ja so irgendwie Rudeltiere. Beim Leopard sind solche Einzelgänger, da glaubt man, dass es wenig gibt. Ich tue mir besonders schwer bei Löwe, Leopard und Gepard. Das kann ich eigentlich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Warum? Also Löwe geht gar nicht für mich. Warum? Ich weiß nicht, für mich gibt es denn viel zu selten, also was ich bis jetzt gehört habe. Ein Büffel, ja, das ist eigentlich die schönste afrikanische Trophäe für mich. Kaffeebüffel. Wirklich ein
wie sagt man, Tigerboy, ja, ein wirklich einen starken alten Kapernbüffel. Elefant würde mich auch interessieren. Elefant? Ja, das ist eine Dimension, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist da finde ich wieder, dass die Dimension zu groß ist. Also in meinem Fall, mir fehlt einfach die Erfahrung dafür und es ist einfach eine Nummer zu groß. Als Betreiber einer Yachtfarm, da kann ich nicht mein eigener bester Kunde sein, das geht nicht. Also die schönsten Stücke muss ich für meine Yachtgäste aufheben, sonst bin ich schnell aus dem Geschäft raus. Aber wie gesagt, es wird immer schnell, du tötest Tiere. Ja, sicher tun wir das. Sind das Wasserböcke vorne? Wasserböcke. Die jetzt ziehen, die drei Stück. Da ist noch ein Stück hinter einem Baum. Was ist das? Ah, da ist noch einer. Das sind fünf. Fünf. Ist da ein Bulle dabei? Weil das kann ich nicht sehen. Ein Junge. Okay, da braucht es irgendwas vor uns. Knu. Das ist ein Junge, Bulle. Nein, Gerald, rechts unten ist ein Knu. Wo? Ah ja. Ein Wasserböcke? Ja, hier. Mann, ist der kapital. Ja, super. Der kommt super. Lass ihn runterkommen. Dass wir ihn nicht mehr sehen und dann gehen wir. Das ist kapital, gell? Ja, super. Ein reifes Stück, ja. Und nicht dafür bewirken, ja. Wir dürfen jetzt nicht zu viel bewegen, aber der ist ruhig. Der ist ruhig. Zeichnet, oder? Wenn bin ich vorn. Gut. Da darf ich ja hochplatz. Platz. Eva, bin ich vorne. Hat das gerochen? Ich habe ihn gerochen. Liegt da. Wo? Ja, sehr gut. Peace, Tepper. Eva. Und der ist verendet. Super Schuss da.
Wertmannsheim. Das ist ja der Ausschuss. Wertmannsheim. Wertmannsheim. Kapital, reif. Oh, Wahnsinn. Siehst du? Man hat halt nicht sehr viel Ausschuss, ja? Das ist der Endschuss. Ja, nein. Ja, ja, natürlich. Blödsinn. Super Schuss. Ich hab gewusst, dass ich ein bisschen weiter hinten bin. Ja, nein, das passt schon. Eigentlich hätte ich hier draußen. Bist du tippert. Aber das war der Strauch, ne? Der Strauch hat mich irritiert. Na, das ist kein. Also der Schuss ist für mich furchtbar wichtig. Also ich schieße nicht auf irgendwie. Jetzt ist der Bann gebrochen. Ja. Der Bann ist gebrochen. Ja. Die Wasserbox. Das ist ein Wahnsinn. Den ganzen Schuss hat. Will der mit dem Schuss noch rein? Ein gutes, reifes Stück. Kann ich immer anheben. Ja, das ist nicht schön mit der Gabel. Ja, mein Schuss. Das ist aber nicht schön, wenn der eine schaut dort hin und ich schaue woanders hin. Aber gut. Ja, der bewegt sich. Hoppla. Ja, der ist überhaupt gewandert. So, jetzt mal. Kudo ist preisgünstig, kannst du sagen. Also der bewegt sich zwischen 780 und 800. Und ein Weißschwanz Gnu? Weißschwanz Gnu ist ein bisschen teurer wie ein normales Gnu. Das Weißschwanz kostet um die 800 Euro oder was kostet das Weißschwanz? Warzenschwein? Ein Warzenschwein ist auch gebietsmäßig wieder ganz differenziert. Ein Wasser so kostet, was ich, ist 330 und bis 450. Das ist aber gebietsmäßig. Und der Zessebi? Der Zessebi ist der, der legst schon zwei Riesen an, 2000 Euro. Also 2000 sollst du für einen Zessebi. Mein Traumwaffen war eine Doppelkugel 416 Rigby von Merkel, weil mir die Berufsjäger, was ich bis jetzt mit der Waffe gesehen habe, die hat mich so fasziniert, weil du einfach schnell schießen kannst und die kannst du einfach für alles nehmen. Wenn du zum Beispiel ein Stück wegrennt durch einen Busch durch, kannst du einfach mitfahren und drückst da und die geht durch die Buschen durch. Und ich habe jetzt sehr gute Erfahrungen mit der 375 Holland in dem Blaser. Ja. Relativ starkes Kaliber schon. Das ist ein schon starkes Kaliber. Ich merke das eigentlich beim Einschießen nur. Da merke ich das schon, dass das ordentlich einen Rums macht. Also mit der 416 Rigby schon ein schweres Kaliber, ich weiß nicht. Ich würde gerne, weil ich habe noch nie mit dir schießen probiert. Ich würde es einmal gerne ausprobieren.
Aber irgendwie von den Kalibern, die ich bis jetzt kenne, sind eh nicht sehr viele. Ist eigentlich mir die 300er Winchester Magnum am liebsten. Es ist aber auch das Kaliber für weite Schüsse nicht wirklich geeignet, weil das sind 500 Gren Geschosse, die halt natürlich von der Ballistik her noch, was weiß ich, 120, 130 Meter runterfallen. Was für eine Entfernung ist dieses? Ja, das sind einfach für die Kalte, wo man einfach möglichst nahe an das Wild heranpirscht. Also 60 Meter. Jeder Berufsjäger wird versuchen, dich so nahe wie möglich an einen Elefanten, an einen Büffel heranzubringen. Meine Giraffe ist so, die hat schon alleine so eine dicke Haut, wo du schon viel mehr Energie brauchst, damit du durchkommst. Und da ist natürlich logisch, wenn du jetzt eine 300er zum Beispiel hast, da die auch keine Giraffen auf 200 Meter schießen, weil du kommst zwar schon durch, aber es ist problematisch, dass du den ersten Schuss gut anbringst. Hat wenig gehabt. Gut. Ja, okay. Ist die Rede bei dich da?
Ja. Ja. Ja, uns geht's mit. Warum? Warten. Sehr stark. Ja, ja. Super. Ist okay, ich schau. Ich hätte gesagt, du hast die Spitzen ziemlich. Ja. Okay. Warten Sie. Super Birsch. Super Birsch. Wahnsinn. Fotos? Können wir auch umhängen, oder? Im Endeffekt ist es ja wurscht. So, da haben wir es. Das ist schon perfekt. Ja, was Dank. Ja, alles sehr gut. Gut gemacht, gut geschickt. Ja, super. Wie gesagt, super. Ja.
Schuss ist einmal irgendwie, da atmet man tief aus. Und man schaut halt immer gespannt halt zum Stück, was es eben weitermacht, ob es gut zeichnet oder eben nicht. Und dann kommen, finde ich, so viele Gefühle los, alles Mögliche. Kommt wirklich alles hoch. Entweder die Freude, wenn du siehst, dass es gut getroffen ist. Oder auch halt die Sorge, der Zweifel, wenn es halt weiter wegläuft. Nach dem Schuss, ja, da bin ich so aufgeregt, ja, da kann ich kaum mehr, da zittern die Knie, da zittern die Hände, da kann man kaum mehr mit der Waffe umgehen, da ist man also furchtbar aufgeregt. Und diese Aufregung weicht dann erst dann, wenn man das Stück gefunden hat. Am Anfang ist es so, wenn ich erst einmal durchschaue und das Tier sieht, dann kriege ich schwer Luft, dann muss ich richtig einatmen. Da atmet man tief durch, aber ich finde, das macht man bewusst, um irgendwie runterzukommen, finde ich, mit dem Herzschlag. Das macht man bewusst, aber nachher muss ich erst einmal ein bisschen durchschauen, dann geht es eigentlich wieder. Und ich finde, man blendet alles aus, was um einem ist. Du weißt gar nicht mehr, du hörst nichts mehr, du siehst nicht nur das eine, du hörst nichts mehr. Nur das Stück und du. Vor allem, wenn das Stück abspringt, dann ist es schon spannend. Und man sieht jetzt nicht, ist jetzt liegt es wo oder ist es weitergelaufen. Ja. Das ist dann schon ein Faktor, wo ich schon sehr gespannt bin, die mich ein bisschen nervös macht. Und da geht es mir dann ähnlich wie dir. Das legt sich dann, wenn man dann hingeht und das Stück liegt da. Man sieht dann, man hat es eh sauber erlegt. Das ist dann auch ein gutes Gefühl, weil das für mich schon im Vordergrund steht, dass man das Stück sauber erlegt und ja, der Tötungsvorgang an sich möglichst kurz ist. Ja. Wenn du das eine Stück, das eine Wild im Fadenkreuz hast und durch das Zielfernrohr schaust, irgendwie, das ist so ein Moment, da blendest du alles aus. Alles um dich, finde ich, wird ausgeblendet. Man hört nichts mehr. Und du konzentrierst dich so sehr nur auf das Stück und auf dich selbst. Irgendwie das Herz, also natürlich durch die Aufregung, was durch das Pirschen verursacht wird. Und dann plötzlich legst du auf, atmest einmal tief ein und dann irgendwie, finde ich, fährt man sich runter. Dann, wenn ich das Stück vor mir sehe, und ich mit dem Gucker zum Beispiel hinschaue und schaue, ob das das ist, dann steigt die Spannung und dann, wenn ich weiß, dass das das Stück ist, dann bei mir werden nicht die Hände schwitzert oder sowas, sondern die fangen einfach so zum Zieren an. Mhm. Thank you.
Von Irland der Lungenbrot ist ein Traum, ein Quadrat. Kannst du aufschreiben. Ist sowas. Ja, der hat auch viel Kilo. Ein Lungenbrot weiß ich mit 12 Kilo, hat der Irland. Das ist ein Traumfleisch. Das ist ein Lungenbrot mit 12 Kilo, hat bei uns nicht einmal eine Kuh. Ja, gut, der Irland hat ja fast 1000 Kilo. Ne? Der Irland hat 1000 Kilo. Ja. Aber das Fleisch ist auch ein Traum. Fleisch ist ein Traum. Ne? Ja, das ist sehr, sehr. Ich sage, gut. Das ist. Kannst du nicht vergleichen mit unseren Kühen oder was? Nein. Kannst du nicht vergleichen. Ist auf gar keinen Fall. Und dafür sage ich, das ist ja auch so ein Unterschied. Du spürst den Geschmack gleich. Butterweich. Wenn man die Unterschiede herausstellt, wirst du ganz schnell in die rassistische Ecke gestellt. Und das ist eigentlich, das ist ein Übel, dass man auch die Vor- und Nachteile nicht ansprechen kann. Weil wenn ich als Weißer irgendwas sage, dann heißt es, ich bin ein Rassist. Und auch Ratschläge zu geben oder so. Ich meine, die Regierung hier ist relativ neu. Das war ja früher mal Freiheitskämpfer. Und das sind nicht unbedingt gescheite Regierungsbeamte oder irgendwie Minister oder so. Politische Führer, nicht unbedingt. Ja, nein. Das ist aber, den kann man auch schlechten Rat geben. Das ist, weil der Nationalstolz, der ist sehr, sehr gut ausgeprägt mittlerweile. Also, ja. Also, die Schwarzen können deutlich schneller laufen als wir, wenn sie wollen. Wenn sie Leistungssport machen. Sie haben andere Muskelfasern. Ja, haben sie. 20% mehr pro Quadratmillimeter Querschnitt. Quergestreifte Muskulatur. Das ist zum Beispiel einer. Das Fersenbein ist länger. Deshalb können sie besser laufen, schneller laufen. Wenn sie denn wollen.
waren, wo wir mit umgefahren sind. Noch nie Probleme gehabt. Noch nie Probleme gehabt. Also das, nein, die Geschäfte, die Schwarzen sind sehr nett, sehr und, nett und freundlich. Freundlich. Wenn sie die bescheißen wollen, bescheißen sie sowieso. Nein, aber das ist noch nicht vorgekommen, bei uns nichts. Nein, ich hab nur, einmal hat sie mir zugerechnet, hab sie ihr gesagt, und hat sie sich dann 100-mal entschuldigt. Wenn man da drin war, 100-mal entschuldigt. Als ich das zweimal drüber gezogen hat, über jemanden dahinter. Aber dafür sage ich, kein Problem mit dir. Ich habe noch nie gehabt, noch die Geschäfte. Nein, nichts. Und dafür sage ich, ich kann da über da herunten nichts sagen. Und ich kann auch sagen, Schwarz nehmen. Und die, was ich zu tun gehabt habe, bis jetzt, da mir alle. Ich habe gut verhört, also ich komme mit denen auch gut aus. Und ich behandle sie auch nicht so wie viele andere. Der Schwarze. Oder was ist das? Das sind der bei uns Menschen kann und hier und alles. Der kann ja nichts dafür hier. Der ist halt dunkle Hautfarbe, der Schwarze, aber sonst noch haben wir kein Problem mit denen. Gespannt, wie die erpirscht werden, die Giraffen. Die, was nämlich da hinten sind, gehen jetzt genau so um. Und das ist schlecht. Und da müssen sie von der Seite kommen. Und der Wind kommt aber so. Ja, genau. Im Kessel unten verändert sich noch der Wind, oder? Ach, mächtige Tiere. Ja. Aber siehst du den Bullen? Hm? Siehst du den Bullen? Ja, das sind so mehrere, glaube ich. Habt ihr eine dunklere Farbe als die anderen, oder? Nicht wirklich? Hm, unterschiedlich. Okay. Lass ihn. Gib uns Hand. Gib uns Hand. Schöner Schuss. Wirklich sauberer Schuss.
Die Hühner möchte ich gern. Schön. Das, da bist du. Na, ich gib ihm ein bisschen Zeit. Dann kommt er. Okay, halt, Problem. Wir müssen uns jetzt nur die Zeit nehmen, nicht? Langsam hingehen, komm. Ich hab gedacht, ich. Ich hab nie gedacht, dass man das immer hören kann. Ja, das ist normalerweise mir auch sagen. Das hätte ich mir nie gedacht. Ja. Der liegt jetzt da. Nein. Nein, aber der ist da. Der liegt da. Du hast keinen Ausschuss. Wenn der Schuss dort ist, wo er sein soll. Wenn der Schuss dort ist, wo er sein soll, dann. Und dann, ne? Bin fix und fertig. Natürlich. Das ist ein Reisentier. Hm? Unglaublich. Schau, wie der verkämpft ist. Ja. Du hast mir eigentlich gesagt, hier bei dem Streifen. Ja. Das werden wir dann sehen. Ja, das ist, wenn das kein Herzschuss ist, was ist das sonst?
Heute mal dran. Das ist wirklich, hast du selbst schön gemacht. Mhm. Wirklich. Ich bin sehr stolz auf dich. Bin perfekt geschlossen. Ja. Ich wollte nicht haben, dass du zum zweiten Mal nachschießt. Mhm. Ich hatte Angst, dass sie einen Adrenalinstoß bekommt. Ach so. Wieder hochkommt. Okay. Ja, wie sie der Weg so gut am Träger schießen. Ja. Aber das war der letzte. Ich hab ihn im Kopf. Hast du dein Handy gehabt? Wo? Mach mir das richtig auf Telefon, bitte. Aus, 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 links. Du stehst da wie Atlas. Ein Wahnsinn. Unglaublich, oder? Soll ich eure Kamera nehmen, dann schütze ich daneben. Das ist schwer, ne? Ja, der hat schon natürlich. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie die zusammengeht? Die ist zusammengebrochen. Nur die Giraffen, die dort standen, die haben erzählt. Schaut ihr mal den Schuss. Von wo aus habt ihr geschossen? Von hinter der Straße. Schaut ihr mal den Schuss. Ein Schuss? Ja. Auf der Stelle. Ist es nicht unglaublich? Oh, wir haben einen Schuss gehört und dann haben wir zuerst nichts. Und dann haben wir dann gedacht, ein Schuss, das gibt's nicht. Das gibt's, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das ist echt eine tolle Arbeit geleistet. Na, schau dir mal. Der Schuss ist wichtig. Ja. Der Schuss ist. Also das hast du gesehen, das musst du dir, schau mal die Schalen an. Kampfspüren musst du anschauen. Achso, haben die gekämpft? Unglaublich. Nein, überhaupt. Schau dir mal den Kopf an. Boah. Schau dir das. Das ist, die Bullen haben abgekämpfte Krapfen. Hast du das gesehen? Wie cool? Da hinten? Ja, ist der Bulle. Ja. Da zieht er ab. Das sieht man ganz deutlich. Nee. Die kannst du gucken, da rein. Ja, gut, Amerika, die haben wir.
Betreuung und so. Ja, was ist das? Ist hier recht? Ja, probieren wir. Alles recht. Okay. Da mit die Kontrolle. Ja, bitte. Ich habe Erik gefragt. Ja, ja, ja. Ja.
Komm mit. Er steckt hinter Füßsachen der Tod. Okay. Aber nur denkt man nie drüber nach. Ja, genau. Stimmt wirklich. Man denkt nie an einen Hintergrund davon. Nein. Der Tod ist einfach immer das Thema des Menschen. Also, wird es immer bleiben. Manchmal die größte Angst. Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst vor dem Tod? Okay. Nicht wirklich, weißt du, was jeder muss. Hast du recht. Man kann nichts ändern, man kann es nicht verhindern. Dann hast du recht. Das Leben ist eigentlich nur für dich. Man soll sein Leben leben, so wie man es will. Hast du recht. So das machen, was man ich will. Ich glaube, wenn der Zeitpunkt da ist, ist es für einen selber egal, nur halt die Mitmenschen. Ja, für denen ist halt, für die ist es halt kompliziert und schwierig. Geht, dann bist du froh, wenn es erlöst wirst. Aber für das die bestimmt. Mitmenschen ist natürlich eine andere Sache. Das andere, das stimmt. Ja.
Wir sind einfach zu viele. Das ist unser Problem. Durch die bloße Existenz des Menschen in seiner Anzahl, wie er heute ist, verdrängt er die Natur. Und das kriege ich nicht wieder gut gemacht, indem ich jetzt irgendwelche einzelnen Aktivitäten wie zum Beispiel Yacht oder Joggen im Wald verbiete und sage, das dürft ihr nicht mehr, weil dann belasten wir die Natur noch mehr. Die Natur ist weg im Prinzip. Hier ist noch ein bisschen was übrig, aber ansonsten ist die weg. Und wer das nicht begreift, wer da einen blinden Tierschutz betreibt, das führt zu absolut nichts. Das Grundübel ist der Mensch selber in seiner Überzahl. Wir leben nicht ewig. Es ist eine Hypothek. Selbst wenn ich die abzahle, bin ich trotzdem nicht Besitzer meines Lebens. Ich gebe es wieder zurück. Ob ich nun gläubig bin und sage, ich gebe es zurück an Gott oder ich gebe es zurück an irgendeine andere Autorität oder ans Universum, das ist eigentlich gleich. Das Leben ist endlich. Wir sollten uns so verhalten. Wir sollten uns verhalten, dass wir verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umgehen, mit unseren Mitmenschen und vor allen Dingen mit unserer Tierwelt. Weil wir als Menschen sind eigentlich die Spitze der Pyramide und wir sind überflüssig. Wenn wir verschwinden, würde es der Welt höchstwahrscheinlich nur besser gehen.